Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit all den Modi, die in Fortnite reinkommen. All das, was wir wissen, all das, was schon ein bisschen geleakt ist und all das, was wir in der Zukunft von Fortnite erwarten können. Wie sich dieses Game Fortnite natürlich weiterentwickelt, denn Fortnite ist nicht nur noch Fortnite Battle Royale und nicht nur Fortnite rettet die Welt. Denn es ist viel, viel ausgeprägter und ist natürlich auch schon so in Planung gewesen seit 2017, Freunde. Offiziell von Donald Mustard bestätigt. Dementsprechend, Freunde, geht's jetzt los. Mich würde es freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Wir haben schon wieder 2040 Abonnenten, was einfach geisteskrank ist. Vielen, vielen Dank an alle, die mich hier supporten und auf dieser Reise unterstützen. Und jetzt schallern wir direkt rein ins Video. Ganz, ganz wichtig, Freunde, wenn ihr mich unterstützen wollt, nicht nur auf YouTube, sondern könnt ihr in den Link in der Infobox gehen. Da findet ihr meinen Discord-Server. Da sind wir jetzt auch schon fast 50 Leute und da kriegt ihr immer neue Infos. Und die WhatsApp-Gruppe, ganz, ganz wichtig, in der Infobox ist auch meine WhatsApp-Gruppe, also der WhatsApp-Kanal, wie jeder YouTuber das hat. Da kriegt ihr genauso auch einfach mal schnell Leaks und schnell coole Geschichten. Vielleicht auch ab und zu mal ein paar coole Teaser. Was ihr wissen müsst, Freunde, ist natürlich, dass dahingehend ihr überall erreichbar seid. Am Handy, am PC, überall kriegt ihr dann von mir die News. Also WhatsApp ist auch in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ne, und Freunde, was ist denn jetzt eigentlich so gemeint gewesen? Was meine ich denn mit Modi? Ne, Freunde, viele denken ja, yo, Fortnite ist Battle Royale, das andere ist kein Fortnite mehr. Deswegen wird das Game immer schlechter. Nein, Freunde, Donald Mustard hat auf Twitter einen Plan veröffentlicht und da ist tatsächlich schon seit 2017, also seit Dezember 2017, haben die schon geplant, was sie aus Fortnite machen wollen. Also seit 2017 wollten die schon tatsächlich einen Automodus in-game haben, den wir jetzt 6 Jahre später haben. Sie wollten schon immer einen Musikmodus haben und das ist halt sehr, sehr krass, ne? Und der Survival-Modus haben sie halt mit Lego verknüpft, ne? Und das sind ja die drei riesen Modi, die wir haben. Wir reden jetzt wirklich von neuen Modi, von neuen Spielen, weil Rennmodus, Lego-Modus und Festival-Modus, das sind ja richtige neue Modi. Das ist ja kein Limited-Time-Mode, weil ein Limited-Time-Mode ist pures Gold. Da ist trotzdem Battle Royale halt, nur mit besonderen Eigenschaften des Lootes, ne? Oder sowas, ne? Aber das sind eigene, richtige Games. Und das ist genau das, Leute, was ich richtig geil finde an Fortnite, ne? Dass wir so viel Abwechslung haben. Der Festival-Modus ist beispielsweise schon ein neues Game, was wir jetzt seit ein paar Wochen haben. Und dieser Modus, da kommen jeden Donnerstag jetzt neue Tracks und so, ne? Und ich feiere den. Der macht meiner Meinung nach richtig, richtig viel Laune, der Modus. Dann natürlich der Rennmodus, der macht auch richtig viel Laune, ist der zweite Modus und dann Lego ist tatsächlich der dritte Modus. Das heißt, wir haben jetzt schon 3 Modi, dann haben wir noch Battle Royale mit No Build und Rettet die Welt und Creative und so kann man auch noch mitsehen. Das heißt, Fortnite ist jetzt schon weiter ausgeprägt, aber die Zukunft von Fortnite sieht auch noch ein bisschen mehr vor und zwar kriegen wir noch einige geleakte Geschichten, beziehungsweise noch einige Modi, die kommen könnten durch schon Teaser, die wir bekommen haben. Ne, Freunde, ich habe in den letzten Videos, wenn ihr mal auf meinem Kanal schaut, immer schon angesprochen, yo, Fall Guys hat man gesehen. Oder in Sportmodus hat man gesichtet. Hier in dem Video eine große Zusammenfassung, was denn noch auf uns zukommt, ne? Einmal natürlich, haben wir jetzt schon 3 Riesenmodi, aber was könnte denn noch auf uns zukommen? Einmal natürlich ein Vollgeist-Modus. Ja, Freunde, ein Vollgeist-Modus ist in Arbeit und kommt irgendwann auf uns zu. Das Datum dieses Vollgeist-Modus ist natürlich nicht bekannt, das wissen wir noch nicht. Aber dass dieser Vollgeist-Modus wird so Karten haben wie in echten Vollgeist-Game. Das heißt, wir werden richtige Vollgeist Maps haben, wir werden Fall Guys Charaktere spielen können und Fall Guys Minigames spielen können. Und Freunde, das ist noch ein richtig cooler Modus, meiner Meinung nach, so Fall Guys in Fortnite kann man dann auch, wenn man vielleicht keine Lust mehr auf Battle Royale hat und auf Festival auch nicht, kann man einfach da reingehen. Also Fall Guys freue ich mich ziemlich gut, weil das dann alles in einem Game ist. Man muss nicht ständig das Game switchen, ne? Die nächste Sache habe ich gestern schon angesprochen, Freunde. Und zwar der Open-World-Modus, ne? Also es spiegelt sich ein bisschen das wieder, was ich euch die letzten Wochen schon ein bisschen angeteasert habe. Das ist aber ganz, ganz wichtig, Leute, weil die Modi entwickelt sind, ne? Der Open-World-Modus hat den Codenamen Arnold in den Datenfiles und der ist auch in Arbeit. Der soll nicht wie Lego sein, das soll ein eigener Open-World-Modus sein mit einer Riesenkarte mit verschiedenen Biomen. Wahrscheinlich eine Wüste, Schneebiome und diese ganzen Biome, die wir kennen. Also eine riesengroße, schöne Open-World-Map. Mit Orten, die sich fortpflanzen bzw. weiterentwickeln sollen auf dieser Karte. Sein. Wir sollen Wildlife bekommen, Raptoren, also Dinosaurier, Wildschweine und das ganze Zeug. NPCs sollen da sein, also einfach eine riesen Open-World-Geschichte, wie Open-World-Games, die ihr kennt. So ähnlich soll das dann werden, was natürlich richtig, richtig geil ist. Worauf ich mich ziemlich, ziemlich doll freue, weil der Lego-Modus ist ja schon sowas ähnliches, Survival-Open-World, halt in der Lego-Variante. Und das ist halt dann nicht in der Lego-Variante, sondern ein eigenes Ding, der auch riesengroß sein wird und vielleicht auch Klombo zurückbringen wird oder komplett neue Dinosaurier oder komplett neue Wesen, komplett neue Sachen, die wir in Fortnite damit bekommen. Also Fortnite kann durch solche Modi auch noch viele, viele Geschichten
Geschichten reinbringen und viel, viele Möglichkeiten, die sie vielleicht da integrieren können. Ich freue mich allgemein richtig auf den Open-World-Modus, wenn er irgendwann kommt, genauso wie Fall Guys. Wichtig dabei ist hier nochmal zu beachten, weil das sage ich immer, sonst werde ich immer als Fake-YouTuber dargestellt, Freunde, wenn es dann nicht kommt. Nein, es ist natürlich nicht so, dass das zu 100%ig bestätigt ist. Der Open-World-Modus ist aber mit dem Codenamen Arnold in den Datenfiles und auch der Fall Guys-Modus ist beispielsweise schon geleakt. Was ihr da halt wissen müsst, ist, dass das natürlich in den Datenfiles so ist, aber Fortnite verschrottet oftmals Sachen oder wird natürlich auch oftmals Sachen verändern, ne? Das heißt, es muss nicht alles genau exakt so, wie ich sage, kommen. Auf jeden Fall, aber im Großen und Ganzen sollen wir die Modi so bekommen. Und dann kommen wir zu einem Sportmodus. Ja, der Sportmodus ist auch schon sehr, sehr lang geleakt und zwar haben wir da drin natürlich auch schon im End-Event, wie beispielsweise Fall Guys, Freunde, wurde im End-Event dem großen Knall auch schon angekündigt, da wir dann Fall Guys gesehen haben in Fall Guys, ne? Und aber auch der Sportmodus wurde mit Basketballgeschichten schon ins Game, beziehungsweise im Event angeteasert, ne? In Game halt dann angeteasert. Und das ist halt so, dass wir da im Big Bang Event auch schon ein paar Teaser bekommen haben und auch ein Sportmodus soll laut ein paar Leaks schon in Arbeit sein. Natürlich, welche Sportarten wir bekommen werden, steht natürlich in den Sternen. Viele gehen von Basketball aus, natürlich Basketball, eventuell Golf wäre mal eine Sache, Fußball ganz normal, klassisch, Rugby oder so, Football ist ja was anderes als Fußball. Also ihr seht, da haben wir echt einige Geschichten, die kommen könnten. Vor allem der Sportmodus kann dann ja richtig große Sachen haben, ne? Vor allem auch Wettkämpfe in verschiedensten Bereichen vom Sport oder so. Also und natürlich auch viele, viele verschiedene Sportarten. Naja, und das ist das, was ich so sehr an Fortnite schätze, dass solche Sachen halt jetzt schon geleakt sind und sie natürlich irgendwann eventuell ins Game kommen werden. Auch wenn nicht jedes einzelne davon kommt, bin ich aber zuversichtlich, dass wir sowas in der Art mal sehen werden, Freunde, ne? Und dementsprechend finde ich es richtig cool, dass wir dann alles integriert hier in Fortnite haben. Wer hätte das vor 6 Jahren gedacht, ne? Dass das Game dann so in Overall-Game ist. So ähnlich wie Roblox, natürlich gar nicht so wie Roblox. Bei Roblox ist halt noch ein bisschen meiner Meinung nach größer, was die Game-Modis angeht, weil da gibt es ja alles. Da gibt es ja von so vielen Creatorn erstellte Sachen und dann, ne? Das ist ja quasi wie bei uns jetzt mit Creative, die Creative-Karten in Roblox. Also ich würde es nicht ganz genauso wie Roblox sehen, aber so ein bisschen könnte man es tatsächlich dahingehend schon vergleichen. Was natürlich dennoch wichtig ist, Freunde, ne? Diese Modi brauchen natürlich viel Arbeit und wir werden aber auch im Festival-Modus, im Rennmodus und im Lego-Modus die 3 Modi, die wir jetzt schon haben. Da werden wir natürlich immer weitere Updates bekommen, genauso wie wir hier für Battle Royale Updates bekommen und für all das, was jetzt schon halt in-game ist. Und das ist das, was mich ziemlich, ziemlich dolle freut, Freunde, dass wir so etwas tatsächlich bekommen könnten. Und ich habe da richtig Bock drauf. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Sache. Und zwar nochmal Season 2 in Battle Royale. Ne, das ist jetzt halt direkt in Battle Royale. Und warum Season 2? Wir haben ja Aiga geleakt. Und ja, das hat was mit der griechischen Mythologie zu tun. Mit Zeus, mit dem Zeus-Gott. Ne, wir haben Blitzeffekte von einem Boss in den Datenfiles, die für einen Zeus-Gott sprechen. Und viele, viele Geschichten der Mythologie, der griechischen Mythologie. Oder auch allgemein aus verschiedensten Bereichen der Mythologie. Sachen, dass das eventuell natürlich das Chapter 5 Season 2 Thema sein soll. Und natürlich, Freunde, wissen wir das nicht zu 100%. Wir gehen davon aus, weil wir natürlich wirklich einige Leaks haben und sind wir uns mal ehrlich, so ein Mythologie-Thema wäre natürlich so, so gigantisch und hätte natürlich in-game so, so viele eher Chancen, die wir da oder die Fortnite treffen könnte, ne? Weil das hat so viele Möglichkeiten, das Mythologie-Thema. Auch für die Storyline wäre das vielleicht was Cooles, ne? Und ich bin sehr, sehr gespannt, Freunde, weil wir natürlich auch einige Anspielungen hier auf der Karte haben und beispielsweise auch alle Chapter-Karten, wie ein griechischer Gott heißen. Also Freunde, ich denke irgendwann in der Zukunft, da könnt ihr euch sicher sein, werden wir auf jeden Fall etwas mit der griechischen Mythologie bekommen. Warum ich das jetzt so anspreche, Freunde, ist, wir haben tatsächlich einen, ja ich würde sagen jetzt, ob das jetzt ein Teaser genau dafür ist, keine Ahnung, aber dieser Teaser, der ist jetzt schon ein bisschen länger hier in Rune Wheels, ihr seht hier Rune Wheels, das sind auch alles schon so griechische Figuren, ne, und hier mit griechischen Strukturen in den Gebäuden und so weiter und so fort. Aber wenn ihr hier mal vor diesen Ort geht, Freunde, seht ihr natürlich hier Plakate. Und wenn ihr euch mal ganz genau diese Plakate anschaut, dann seht ihr hier einmal dieses in der Mitte. Odyssey 6. Und da steht Coming Soon. Und im Hintergrund sehen wir auch schon Gebäude, die so ein bisschen griechischen Vibe haben. Und da steht Coming Soon. Ob das ein Teaser ist oder tatsächlich nur Zufall, steht natürlich in den Sternen, Freunde. Auf jeden Fall war das so eine Anspielung an die Mythologie. Wie gesagt, Zufall kann das natürlich auch sein. Aber vielleicht ist es auch ganz, ganz mit Absicht von Fortnite gewesen. Dementsprechend waren das alle Modi, die wir erwarten können, die bis jetzt geleakt sind. Natürlich können im Hintergrund noch ganz andere Geschichten in Arbeit sein. Aber dahingehend sind dann noch keine
eine Information da. Genauso wie das Chapter 5 Season 2 Thema ich ein wenig nochmal wiederholt habe für euch, dass ihr da ein bisschen wisst, was eventuell auf uns zukommen kann. In dem Sinn, Freunde, war es das gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.